Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich dachte, ich nehme euch heute mal wieder so ein bisschen mit, weil wir waren ja schon beim Kinderarzt. Eigentlich wollte ich euch mitnehmen zum Kinderarzt und ich hatte die Kamera auch dabei. Das Problem, ich habe den Termin so ein bisschen vercheckt. Also, ich habe gestern, also, ich wusste ganz genau, okay, wir müssen am 2. Oktober zum Kinderarzt. Aber ich wusste nicht genau, welche Uhrzeit. Und ich habe den Zettel leider verloren, wo die Dame das immer raufschreibt. Dementsprechend haben wir heute Morgen angerufen und als wir angerufen haben, hatte ich noch 10 Minuten, um hinzufahren. Ja, und das habe ich natürlich nicht geschafft, deswegen kam ich ein bisschen zu spät. Und ja, deswegen war ich so im Stress, dass ich einfach die Kamera dann nicht in die Hand genommen habe. Und ja, jetzt sind wir wieder zu Hause und jetzt dachte ich, melde ich mich und nehme mich einfach so ein bisschen noch mit und erzähle ich natürlich, was vom Kinderarzt rauskam. Ja, die Hunde sind draußen, die Kleine ist hier in dem Hochstuhl und wir haben von Bupu, dieses süße Kuscheltier hier. Und das wirft sie immer runter. Ne? Genau, also Kinderarzt. Der Kleinen geht super, super gut. Sie wurde natürlich gemessen, gewogen. Sie ist jetzt knapp 70 cm und 7800 Gramm, also fast 8 Kilo. Wobei sie die Stoffwindeln mitgerechnet hat und Stoffwindeln sind ja doch ein bisschen schwerer als Wegwerfwindeln. Das heißt, ja, ich würde sagen so 100 Gramm weniger oder so. Weiß nicht, wie viel eine Stoffwindel wiegt. Ja, aber genau, das so zu den Eckdaten. Kopfumfang sind 43. Richtig, richtig krass. Kopf ist einfach so groß geworden. Allgemein ist sie so groß geworden. Ja, und sonst alles gut. Was mir aufgefallen ist, sie war super glücklich die ganze Zeit und ganz happy. Und dann kam der Kinderarzt. Sie guckt dem Kinderarzt in die Augen und fängt direkt an zu schreien. Also sie hat wohl schon ganz genau im Kopf, okay, das ist der mir immer die Spritzen gibt. Und ja, hat auf jeden Fall die ganze Zeit durchgeschrien. Auch beim Abhorchen und so, sie hat die ganze Zeit geschrien und hatte gar keinen Bock auf den Arzt. Und ja, als er wieder weg war, war wieder alles in Ordnung. Also wirklich, er hat die Tür zugemacht, hat Tschüss gesagt und es war alles Paletti. Ja, ganz verrückt. Ich weiß nicht, haben eure Kinder das eventuell auch, dass sie gewisse Personen einfach mit irgendwas verbinden? Also ich schätze jetzt mal einfach, dass sie das wirklich auf die Spritze bezieht oder so, weil sonst macht er ja nichts. Er schaut ja nur, wie es ihr geht und so, ne? Schaut sie ja nur an. Aber halt mit den Spritzen ist ja klar, dass es weh tut und vielleicht verbindet sie das damit. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hört sie super gut, hat er gesagt. Die Augen sehen prima aus, hat er gesagt. Dann hat er mich gefragt, ob wir noch stillen. Dann habe ich gesagt, ja, wir stillen noch. Und das findet er auch sehr gut. Und dann hat er noch gefragt, ob sie schon Beikost isst, weil beim letzten Mal habe ich gesagt, dass sie eben nicht so gerne isst, weil da war halt das Problem, dass sie einfach, sie wollte einfach noch nicht und der Kinderarzt hat aber gesagt, okay, sie muss jetzt essen und ich habe der Kleine aber trotzdem ein bisschen Zeit gelassen und dann einen Monat später hat sie dann gegessen und jetzt ist sie so wirklich so ein richtiger, richtig guter Esser. Also sie isst immer, sie isst alles, was sie irgendwie in die Hand kriegt. Ich gebe ihr auch mal am Tag einfach mal was in die Hand und sie isst es einfach. Und ja, also sie ist auf jeden Fall ein richtig guter Esser. Sie isst auch alles: Brokkoli, Spinat, die isst wirklich alles. Außer Karotten. Karotte mag sie nicht. Ne? Gibt's nur Bauchweh von, ne? Ja, genau. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen fertig aussehe. Ich bin total krank. Vielleicht auch hört ihr das auch so ein bisschen. Ja, ich habe mich leider angesteckt. Ja, aber wirklich alles in allem sehr, sehr toll. Sie sieht super aus, sagt er, und müssen uns gar keine Sorgen machen. Nächster Termin ist jetzt erst, wenn sie 1 wird. Da ist die U6. Und ja, bis dahin müssen wir nicht wieder zum Kinderarzt, außer es ist irgendwas. Dann können wir natürlich jederzeit hingehen, hat er gesagt. Aber so im Groben und Ganzen war es das jetzt erstmal. Wir hatten ja vorher immer relativ viele Termine, eigentlich immer einmal im Monat hatten wir immer einen Kinderarzttermin. Ja, weil der Kinderarzt einfach sehr, sehr gerne Zwischenkontrollen gemacht hat. Und das hat er jetzt aber nicht mehr gemacht. Also das macht er jetzt nicht mehr, weil sie einfach, ja, das nicht mehr braucht anscheinend. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sollen wir erst wieder zur U6 kommen. Das heißt, wenn sie 1 wird. Ja,
Also zwischen 10. und 12. Monat sollen wir zur U6. Und ich soll anrufen, wenn dieser Zettel kommt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht überall so, aber hier in Schleswig-Holstein ist es so, dass wir immer so einen Zettel bekommen. Den muss der Kinderarzt unterschreiben. Den bekommen wir oh, weiß ich gar nicht, von wem bekommt man den? Von Familien irgendwas? Familiengericht oder? Keine Ahnung. Das hier ist übrigens zu Hause. Hier, Baby. Ja, genau, und wenn der kommt, dann soll ich beim Kinderarzt anrufen und dann machen wir einen Termin aus. Ja, aber sonst alles Paletti. Und es ist was passiert. Oh mein Gott, Leute, ne? Ich habe es nicht. Ich wirklich. Ich bin immer noch. Ich muss wirklich noch nachdenken, ob es wirklich passiert ist oder nicht, ja? Also, ich bin ausgestiegen. Sie schmeißt diesen Hasen immer runter. Bitteschön. Ja, ich bin ausgestiegen mit dem Kinderwagen. Ich hatte den mal Junior dabei mit Maxi-Cosi-Adaptern und dann habe ich unsere Babyschale oben drauf gemacht und dachte, okay, bevor du die Babyschale jetzt wieder mit beim Kinderarzt reinschleppst, die Kleine aber sowieso die ganze Zeit auf dem Arm ist, lässt du den ganzen Kinderwagen einfach vor der Tür, weil die haben da extra einen Kinderwagenparkplatz und man darf den Kinderwagen nicht mit reinnehmen. Und habe alle Wertsachen rausgenommen aus dem Kinderwagen und habe den dann so stehen lassen. Ihre Decke und so habe ich auch drin lassen. Klaut ja keiner, dachte ich mir. Und dann. Sie schmeißt ihn immer runter. Ja, und dann dachte ich schon, okay, ich habe schon ein bisschen Angst, ob da jetzt irgendjemand was klaut oder so. Aber dann bin ich trotzdem rein, weil wir waren ja auch zu spät. Und dann komme ich wieder raus und dachte, ich gucke nicht richtig. Da ist unsere Babyschale weg gewesen. Unsere Babyschale wurde vom Gestell geklaut. Das Gestell stand da noch und auch alle Sachen im Korb unten drin, alles stand da noch, nur die Babyschale war weg. Und ich dachte mir, Scheiße, was machst du jetzt? Wie sollst du zurückfahren, ja? Weil die Babyschale ist ja auch, ne, der Kindersitz. Oh, jetzt will Baby hier die Kamera haben. Hier, Schatz, das darfst du haben. Du musst ja irgendwie zurückfahren. Ja? Und ich dachte, oh nein, was machst du jetzt? Nimm den Kinderwagen, hab die Kleine auf dem Arm und dachte, okay, du gehst erstmal zum Auto. Mach den Fahrstuhl auf, oder der Fahrstuhl kommt halt, und unsere Babyschale steht im Fahrstuhl. Was soll das? Bitte, wer kommt auf diese Idee, die Babyschale vom Gestell abzumachen und in den Fahrstuhl zu stellen? Leute, ich dachte wirklich, was ist denn mit der Menschheit los? Ja? Da ist jemand wirklich, der hat die Babyschale vom Gestell abgemacht und sie in den Fahrstuhl gestellt. Vielleicht wollte er sie mitnehmen und hat die irgendwie vergessen oder wurde erwischt oder ich weiß es nicht. Aber wer kommt denn bitte auf so eine Idee? Also ich dachte echt, ich gucke nicht richtig, ne? Wie kann das denn sein? Also, Leute, ich glaube, ihr wisst, wie sprachlos ich bin. Ich glaube, ihr merkt, wie sprachlos ich bin, ja? Also, ich dachte schon echt, ich muss mir da jetzt irgendwie einen neuen Babycosi bei eBay besorgen, irgendwie da in der Nähe, damit ich da überhaupt mit der Kleinen wegkomme, ja? Weil meine Eltern sind arbeiten, Felix ist arbeiten. Da hätte niemand uns jetzt irgendwie eine Babyschale geben können, damit wir zurückfahren können. Unfassbar, also echt. Ich lasse die Babyschale auf jeden Fall nicht mehr da stehen. Das habe ich jetzt gelernt. Ja, aber gut, die Babyschale ist ja wieder da, ist auch alles in Ordnung. Selbst die Babydecke, die da drin lag, ist noch da. Gott, Leute, machen eure Kinder das auch den ganzen Tag? Und hat schon mir gespuckert. Ne? Ja, ich muss eben sauber machen hier. So, und diesen Body an heute von H&M. Ja, den Hase, ne? Ups. Ja, da steht übrigens das Dings vom Kinderwagen. Das habe ich vorhin schon abgemacht. Also erst dachte ich, nimmst du das mit? Aber nee, ich habe dann doch die Babyschale lieber genommen. Ach so, Lia hat jetzt übrigens schon zwei Zähne. Der Kinder hat auch geguckt.
Und wenn die halb draußen sind, dürfen wir auch schon anfangen mit Zähne putzen, hat der Kinderarzt gesagt. Aber noch brauchen wir das nicht, weil sie hat ja noch ganz, das ist nur ganz kleine Stümmel da. Ne, mein Schatz? Wir sind heute hier im lässigen Look. Ich habe ihr aber draußen dann vorhin hier diesen Overall angezogen. Das ist aus Walkstoff, heißt das, glaube ich. Genau, den hatte sie vorhin an. Jetzt fliegt der Hase schon wieder hier durch die Gegend. Ja, den hatte sie vorhin draußen an. Und darunter einfach nur die Strumpfhose und Body. Ja, und das ist unsere neue Wickeltasche. Die habe ich vorhin noch schon auf Instagram gezeigt. Die ist von Bupu. Ihr wisst ja, wir haben ja schon die schwarze davon. Jetzt haben wir hier so eine hellgraue mit so Blättern. Finde ich richtig schön. Ja. Und ich wollte jetzt hier noch ihr U-Heft eben wieder in die Hülle packen. Weil das, da haben wir extra diese Hülle für. Und hier ist eben ihr U-Heft. Hier habe ich nur den ganzen Rest drin. Hier ist unser Wetbag mit dreckiger Stoffwindel und dreckigem Body. Sie hat nämlich natürlich direkt alles eingeweiht beim Kinderarzt. Ja, das heißt auch Stoffwindel und Wetbag sind leer. Muss ich gleich nochmal neu machen. Aber das packe ich jetzt erstmal wieder weg. Ne, das packen wir jetzt erstmal wieder weg und das andere kommt dann direkt in die Wäsche. Hier sind die Hundis, ne? Die Laika und der Naske. Der Naske hatte gestern Geburtstag und ist jetzt 1 Jahr alt geworden. Das heißt, er ist nicht mehr mein kleines Baby. Sag mal, was machst du da? Sag mal, willst du mich aufpassen? Ja. Hier, da ist dein Hunehals hier. Hier, da. Nimm das da. Naske, komm mal her. Komm mal her, mein großer Hund. Ja, Laika wird in 1 Monat jetzt 1. Ne? In 1 Monat bist du 1. Der Naske ist eben gestern 1 geworden. Ne? Bist jetzt schon ein großer. Ja, und dann wollte ich jetzt eigentlich gleich duschen gehen, wenn die Kleine schläft. Hunde wollen schon wieder raus. Die wollen immer den Nachbarn ärgern. Das gut auch. Weil der Nachbar baut da irgendwas. Und die gucken ihm die ganze Zeit zu und bellen ihn aus. Naja, wenn sie raus wollen, dann sollen sie raus. Nämlich super Wetter. Wir gehen nachher auf jeden Fall auch noch spazieren. Aber wie gesagt, jetzt hoffe ich erstmal, dass die Kleine gleich schläft. Und dann werde ich eben duschen gehen oder ich nehme die Kleine mit. Aber meistens weint sie dann, wenn ich gerade in der Dusche stehe. Ist auch immer doof. Ja, das ist nämlich auf jeden Fall nötig. Und dann muss ich auf jeden Fall noch aufräumen, ein bisschen Haushalt machen und so. Ne, als Mama darf man nämlich nicht krank sein. Was möchtest du? Dann. Ist auf dem Arm. So, meine Lieben, ich habe es geschafft zu duschen und die Kleine schläft jetzt gerade. Ich bin echt überrascht, weil sie hat schon eine Stunde auf meinem Arm geschlafen. Aber dass ich sie dann noch ablegen kann, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und jetzt werde ich mich direkt ans Mittagessen machen. Ich überlege gerade, was ich mache. Aber das ist ja irgendwie immer so. Und dann lasse ich gleich unseren Staubsaugerroboter hier nochmal rumfahren, damit der hier nochmal kurz durchsaugt. Der lädt aber gerade noch, wobei ist er jetzt fertig. Scheint so, als wäre er fertig. Ich glaube nicht. Nee. Gut, und dann werden wir auf jeden Fall nachher noch rausgehen. Es ist nämlich so schönes Wetter und ich wollte noch ein paar Fotos machen gehen. Und ja. Dann machen wir das noch. Und ich muss gleich noch nach Mittagessen die Wäsche auf jeden Fall machen. Oder beziehungsweise beim Mittagessen werde ich die Wäsche noch machen. Und dann, ja, ist der Tag auch, glaube ich, schon vorbei. Und ich brate hier gerade Gulasch an. Und hier ist noch das Nudelwasser, was gerade kocht. Und die kleine Maus ist wach geworden gerade eben. Hat 2 Stunden geschlafen. Ich bin wirklich mehr als begeistert. Sonst schläft sie immer nur 1 Stunde am Tag. Ne? Jetzt bist du ausgeschlafen, ne, mein Schatz? Am Mittagessen gehen wir schön spazieren. Das Wetter ist einfach echt so schön.
Ihre Frisur nach dem Schlafen, schaut mal. Süße Maus. Ja, wieder alles essen, ne? Kriegt auch gleich was, die kleine Maus, ne? Kriegt auch gleich was. So, meine Lieben, ein paar Tage später wollte ich mich natürlich noch von diesem Vlog verabschieden. Ja, ich habe den jetzt auch gerade schon geschnitten. Und ich wollte jetzt einfach nur noch Tschüss sagen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schreibt mir gerne Videoideen in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!